Und dem blieb er eigentlich lieber zurückgezogen. Auch wenn er sich überall einmischen muss. Er mag also Städte nicht so wirklich. Also fragen wir mal, da er sich einmischen muss, was geht hier vor sich? Einer der anderen Männer deutet auf den Elf mit der Kapuze. Seine Augen sind rot vom Alkohol, aber sein Blick fixiert. Warum spottet er uns sogar noch, während er in unserem Dorf wohnt? So viel zum Thema, dass diese feinen ediranischen Manieren wirklich wert sind. Seine Behandlung, das wird uns nicht gefallen, nicht von Ausländern und von Ediranern erst recht nicht. Go on, say it again. I'm itching for an excuse. Der zweite Mann stößt sein Kinn in Richtung des Elfs. Er stinkt nach saurem Mehl. Na mach schon, sag es nochmal, ich kann deine Entschuldigung kaum noch erwarten. Why, you're itching for the kindling touch of your sister, you cocksfeather! Jesus, kannst es wohl nimmer da wunden, dass deine Schwester schnackelst, euer Schlappschwanz. Was? Wer hat das bitte übersetzt? I'll cut that barrel-looking tongue out of your head. Den drei Einheimischen entfährt ein gemeinsamer Wutschrei. Der zweite Mann knurrt wütend: Ich werde dir deine Säuferzunge aus dem Maul schneiden. This is a misunderstanding. I didn't say whatever it is you think I said. We've nigh quarrel. Der hat wohl eine zwei gespaltene Persönlichkeit. Entsetzen und Angst macht sich schnell auf dem Gesicht des Elfen breit. Das ist ein Missverständnis. Ich sagte gar nicht, legt die Stirn in die Falten und schluckt, was ihr da gehört haben wollt. Er stellt sich fest hin, in seinen Augen flackert etwas Mürrisches und Rohes auf. Wir haben keinen Grund zum Streiten. Okay, die Elfe zieht eine Klinge und genau da irrst du dich. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, ihn anzugreifen. Aufhört alle zusammen, das ist doch absurd. Das hier ist unnötig. Wäre es nicht besser drin zu trinken, als hier draußen zu streiten? Das werdet ihr ihm doch nicht abnehmen, oder? Da halte ich mich mal schön heraus. Nee, ich sag mal aufhören alle zusammen, das ist doch absurd. Niemand gibt uns Befehle, Ausländer. Sie blinzeln dich durch rote Augen müde an. Das klingt verdächtig, als ob du ihn verteidigen würdest. Oh. Einmischung, ja, Randale. Oh. Als der letzte Angreifer fällt, wendet sich der Elf dir zu. Die Spannung ist fast gänzlich aus seinem glatten Gesicht verschwunden. Not quite how I hope to get to know the neighbors. Thank you for your timely assistance with that awkward situation. So hatte ich mir meine erste Begegnung mit den Nachbarn nicht vorgestellt. Danke für deine Unterstützung in dieser misslichen Situation. Genau zur rechten Zeit. Gern geschehen, freut mich, dass ich dir helfen konnte. Das hat eigentlich sogar Spaß gemacht. Then I can't imagine you lack for entertainment in these parts. Er lächelt dich kurz an, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es hierzulande langweilig werden wird. Er streicht seine Kapuze glatt und auf seinen Handschuhen bemerkst du die Fransen einer Stickerei. Seine Stiefel sind mit dem Schmutz einer viermonatigen Reise überzogen, aber das Leder darunter ist robust und von guter Qualität. Ah, wieder so eine hübsche Beschreibung. I suppose introductions are in order after that little fiasco. Aloth Corvisser, at your service. Nach diesem kleinen Fiasko sollten wir uns einander vorstellen. Aloth Corvisser zu deinem Diensten. Wie kommt es, dass du hier draußen feststeckst? Er lacht beschämt, das ist eine lange Geschichte. I'm a wizard by training and an adventurer by necessity. I was born in the Seathwood, part of the mainland of the Adir Empire, and both of my parents served the nobility, which afforded me an education for which I am grateful. However, there were no open positions in those houses, and so I decided to seek new means in a new land. Ich bin ein ausgebildeter Zauberer und notgedrungen ein Abenteurer. Ich wurde im Zinnwald geboren, einem Teil des Festlandes des Reichs Edir. Meine Eltern dienten dem Adel und konnten mir eine Ausbildung bezahlen, dafür, wofür ich dankbar bin. In diesen Adelshäusern aber gab es keine Stelle für mich und so entschloss ich mich, in einem neuen Land nach neuen Möglichkeiten zu suchen. And how exactly did you come to be here?
Wie genau bist du hier gelandet? Ich reiste mit einer Karawane, aber in der Nähe von irgendwelchen Ruinen wurden wir getrennt. Linguithan Ruins? Oh, those can be dangerous places during the best of times. Which these are not. In half the locals would arrest you for trespassing and the rest would kill you outright. I'm curious. What exactly did you find there? Also er sagt schon mal, er ist Magier. Und auch wenn er ein Spitzohr ist und Zwerge und Spitzohren sich in den meisten Fällen nicht vertragen, wir könnten Hilfe gebrauchen. Also er fragt, Engvitaner Ruinen. Diese Ruinen können selbst zu den besten Zeiten, die wir jetzt nicht haben, gefährliche Orte sein. Die Hälfte der Einheimischen würde dich für dein Eindringen verhaften. Die andere Hälfte würde dich auf der Stelle niedermachen. Er beugt sich etwas näher heran. Jetzt bin ich neugierig. Was genau hast du dort gefunden? Mehrere verhüllte Gestalten, die eine seltsame Maschine bedienten. Alof starrt dich schweigend an. Anscheinend beurteilt er deine Aufrichtigkeit. Letztendlich stößt ein abgehacktes, unbeholfenes Lachen aus. You do manage to find yourself in rather interesting predicaments. Du hast wahrlich das Talent, dich in ziemlich interessante Notlagen zu manövrieren. Aha, und wie hast du es geschafft, diese drei Trunkenbolde zu verärgern? I'm afraid that was a matter of misunderstandings and mistranslations. It doesn't help that people in these parts remember their war with Adir like it was yesterday. Ich befürchte, das war ein Fall von Missverständnissen und Fehlübersetzung. Er legt seinen Finger zusammen und schaut weg. Es ist nicht gerade hilfreich, dass sich die Leute hier zusammen so an einen Krieg mit Edir erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Du hast über einen der Angreifer und dessen eigene Schwester eine ziemlich schlüpfrige Anspielung gemacht. Aha. Du hast dem Mann gesagt, er soll seine Schwester ficken. Das räuspert sich und zupft seinen Ärmel zurecht. Wie ich ihn zu sagen versuchte, sie hat mich falsch verstanden. Nach ein paar Hunden geschieht das viel zu leicht und der Akzent ist auch nicht besonders hilfreich. Ich habe das aber nicht gehört. Für einen kurzen Augenblick sieht er aus, als wolle er noch etwas anderes sagen. Sein Gesichtsausdruck wird missmutig, aber bevor er zu sprechen beginnen kann, zwingt er sich zu einem schmallippigen Grinsen, wobei er sich so fest auf die Unterlippe beißt, dass du mit einer blutenden Wunde rechnest. Letztendlich entspannt sich aber sein Gesicht und er schüttelt den Kopf. Nächstes Mal sollte ich deutlicher sprechen. Entschuldigung. Was machst du hier in Goldtal? Excellent question. I came looking for fresh air and cheap land. Instead, the magistrate gave me directions to the inn and a story about the local lord's expectant wife. But I take it that's a familiar tale. Eine hervorragende Frage. Er verschränkt seine Arme und blickt finster drein, wobei er zum Dorfzentrum hinschaut, also zu dem Baum. Ich war auf der Suche nach frischer Luft und günstigem Land. Stattdessen gab mir der Magistrat eine Wegbeschreibung zur Schenke und erzählte mir eine Geschichte über die fordernde Frau des örtlichen Fürsten. Er zeigt seinen Kopf und sieht dich an. Ah, das scheint wohl eine bekannte Geschichte zu sein. Und du? Ich letzter Zeit habe ich merkwürdige Dinge beobachtet. Wahrscheinlich in letzter Zeit habe ich merkwürdige Dinge beobachtet. Ich suche nach einem Experten auf dem Gebiet der Seelen. Indeed. The local lord has searched far and wide for similar specialists. He has rid himself of them almost as desperately. Sein Blick flackert, als er dich von oben bis unten mustert. Wirklich? Der örtliche Fürst hat weit und breit nach ähnlichen Spezialisten gesucht. Und sich ihrer genauso verzweifelt wieder entledigt. Er legt in Richtung des knorrigen alten Baums im Dorfzentrum. Sein Blick nimmt auch die eingestürzten Gebäude und die brachliegenden, felsübersäten Felder auf. Ich vermute, dass man solches Fachwissen wohl besser woanders suche. Sollte. Du siehst nicht unbedingt aus wie ein Siedler. Begging your pardon, but neither do you. Yet, circumstances can find a person in the strangest of places. Ein schlitzohriges Grinsen spielt über sein Leben. Bitte entschuldige, aber du auch nicht. Trotzdem kann einen der Zufall an den merkwürdigsten Orten zusammenführen. Ihr solltet besser aufsprechen. I, given recent events. It's just as well. I've had enough of the watered wine and lumpy beds at the inn. They say even the owner tired of the place. Just up and left one day. It explains quite a lot about the upkeep. Perhaps I could join you. I could use a change of scenery, and I find it's better to travel in numbers. Und ich auch.
Wenn man die jüngsten Ereignisse berücksichtigt, umso besser. Ich hatte sowieso genug vom wässrigen Wein und den durchgelegenen Betten in der Schenke. Er rümpft seine Nase. Man sagt sich, selbst der Besitzer der Schenke hatte genug. Eines Tages ging er einfach fort. Das spricht Bände über die Instandhaltung. Er blickt dich vorsichtig optimistisch an. Vielleicht könnte ich mich dir anschließen. Ich könnte einen Ortswechsel gut vertragen und ich reise sowieso nicht gern alleine. Nun ja, ich reise auch nicht gern alleine, deswegen habe ich Fenris bei mir. Und nachdem was passiert ist, kann ich etwas Unterstützung vertragen. Excellent. I shall follow you. Ja, ich folge dir. So, wir haben unseren ersten Zweitcharakter. Der kann schon mal zaubern. Zauber der ersten Stufe und Arcana Angriff. Schießt einen magischen Magieblitz aus dem Zauberbuch, das Zielen im Wirkungsbereich reinen Schaden zufügt. Zauberbuch bearbeiten. Ah. Also, ja, darüber habe ich schon gelesen. Man kann das Zauberbuch bearbeiten, dann hat man eben die Zauber, die drin sind. Man kann von jeder Stufe allerdings nur 4 Zauber drin haben. Minoletas kleine Fluggeschosse. Das klingt doch fast schon nach magischen Geschossen. Nur, dass es hier immer 3 zu sein scheinen. Blendende Lichter, sonnenloser Griff, Flammenfächer, ja. Duplikat des Zauberers. Schafft ein Duplikat des Zauberers. Plus Abwehr, plus 20 Abwehr bis Schaden. Ah, okay. Und er hat halt hier die Zauber. Und seine Waffen. Was hat er noch dabei? Er hat eine Lederrüstung, Eigenschaft Überwachung. Achso, die ist schon verzaubert mit Überwachung. Egal. Da ist ein Zauberbuch, er trägt einen Umhang, der wahrscheinlich nicht viel bringt. Okay. Und einen Rapier neben seinem zweihändigen Zepter. Gut, wir plündern aber erst einmal hier. Die Toten, einfache Kleidung, Silberluske. Ah, das ist auch Geld, so wie es aussieht. Also wenn ich das nehme, wird es eingezahlt. Kupferskate und der Rest kann ins Lager. So, das hier ist wohl... die Formation sollten wir mal anpassen. Du kannst da nach vorne, du nach da drüben. Gasthaus zum schwarzen Hund. Genau, und hier geht's überall raus. Wir gehen aber erstmal in das Gasthaus. Hier sind schon mal Dörfler und mit dieser Frau sollten wir sprechen wegen Koch. Oh cool, wir können sogar alles hier einsehen. Ob hier noch jemand Interessantes steht. Die beiden da sehen zum Beispiel interessant aus. Die haben sogar gelbe Namen. Dörfler. Und hier hinten ist unser Freund Tenfred in der Küche. Reden wir aber erstmal mit dir. Hallo, willkommen in der... Die Schankwirt schaut auf. Oh du bist es. Tenfred hat uns gesagt, was du für ihn getan hast. Wir sind so erleichtert, dass er wieder bei uns ist. Ich kann dir gar nicht genug danken. Von nun an kannst du dich als Ehrengast unseres Hauses betrachten. Rabatt auf Met auf Zimmer. Tenfred sagte, er wolle in der Küche schnell etwas Feines für dich zubereiten. Richtig gehört er schon wieder beim Kochen. Sie lacht. Also, was hättest du denn gerne? Ich könnte einen zuverlässigen Helfer gebrauchen. Kennst du jemanden, der nach Arbeit sucht? Könnte ich mir anschauen, was du zu verkaufen hast. Ich würde gerne mehr über den schwarzen Hund erfahren. Wirklich? Naja, lass mich mal sehen. Das eigentliche Gebäude steht hier schon seit Jahren. Der schwarze Hund aber ist noch ziemlich neu. Hier denn bekommen wir auch viele neue Gesichter zu sehen. Gut zugegeben, nicht mehr so viele wie früher. Tenfred ist quasi der Hauptgewinn. Mit ihm werden die Besucherscharen sicherlich schon bald zurückkommen.
Bis der Vorbesitzer überstürzt abreiste, war ich hier Bedienung. Keiner weiß, was mit ihm geschehen ist. Selbst seinen armen Hund hat er zurückgelassen. Da kommt doch der Name, ja, musst du wissen, der schwarze Hund. Sie sitzt immer noch oben und sehnt sich nach ihm. Armes altes Mädchen.